Hallo und seid ganz herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2019 auf dem PC. Und wir sind wieder auf der Karte The Valley der Old Farm beim Lohnunternehmen Sachsenbauer. Im letzten Video haben wir uns ja hier diese mobile Käserei zugelegt. Und kurzum, was soll ich sagen? Das Ding funzt. Hab das jetzt hier mal ein bisschen in den Schatten gestellt, bisschen Milch schon reingemacht und die Produktion läuft. Und zwar haben wir ja hier hinten dran ein Display. Und da könnt ihr sehen, Milch sind 893 Liter drin und Käse haben wir schon 1106 Liter produziert. Ich würde jetzt sagen, wir werden mal noch eine Kanne Milch reinkippen. Hab dazu hier diese alte Sackkarre. Die funzt da richtig gut dazu. Machen wir 500 Liter rein. Und dann schieben wir die mal vorsichtig rüber. Muss wahrscheinlich die Räder da mal ein bisschen ölen, die Lager, weil geht recht schwer zu schieben. So, und rein damit. Ich fahre das Ding natürlich nur in Innenperspektive. Warum? Seht ihr jetzt gleich. So sieht es ja ganz schick aus. Aber jetzt sieht es komplett kacke aus, oder? Also, von daher machen wir das mal schön in First-Person-Perspektive. Weil, aber es funktioniert. Das Ding ist übrigens bei dem Mod mobile Käserei dabei. Findet ihr alles im Shop. Genauso wie eine Verkaufsstelle, die ihr euch dann platzieren könnt. Ich habe das Ganze bei der Molkerei platziert, weil da macht es für mich am meisten Sinn. So, aber jetzt müssten wir doch mal schauen, wie die Käse dann aussehen. Ob die in Paletten kommen oder lose, bin ich jetzt mal echt gespannt. So, und dazu müssen wir in das Global Company Menü gehen auf Maximum erzeugen. Das sind 5 Paletten. Na, mal gucken, wie das aussieht. Okay. Mhm. 200 Liter Käse sind da drin. So, jetzt schauen wir doch mal im Menü, was wir da für einen Preis haben. Käse ist jetzt ganz rechts hinten im Menü aufgetaucht, nachdem wir die Verkaufsstelle platziert haben. Und es gibt 1182 für 1000 Liter. Und der Preis ist fallend. Also wäre jetzt ein Verkauf wahrscheinlich nicht ganz so ratsam. Warum ist denn jetzt eigentlich hier noch dieses... Warte mal, ich muss mal zurück. So, und jetzt haben wir dieses komische Icon da weg. Ja, für die Milch wird es theoretisch im Moment mehr geben, aber ich finde es halt ein cooles Feature. Und von daher machen wir das mit dem Käse. Jetzt müsste ich mir bloß mal überlegen, haben wir irgendwo ein kühles Fleckchen, wo wir den vielleicht lagern könnten? Sieht denn das hier aus? Hier kommen ja die Wollepaletten von den Schafen. Na, hier ist es wahrscheinlich ein bisschen blöd. Oder in die Ecke. Mal sehen, ob wir die übereinander stapeln können. Hoffe ich doch mal. Dafür ist es ja dann gut, dass ich meinen Dachgepäckträger habe. Am Landy, möchte ich mal sagen. Ist ja umgangssprachlich die Koseform für den Land Rover Defender. Weil hier in der prallen Sonne möchte ich den nie unbedingt liegen lassen. Dann könnte es ganz schnell sein, dass da Blauschimmelkäse draus wird. Oder anderer Schimmelkäse.
So. Na, das funzt doch wunderbar. Oder wir kaufen uns eine Palette, vielleicht eine Gitterbox und packen den Käse da rein. Das wäre auch noch was. Aber das überlege ich mir mal noch. Wie gesagt, im Moment ist der Preis jetzt, finde ich, nicht so attraktiv. Von daher sammeln wir erstmal ein bisschen. Na, noch ein Stück zurück. Zack. Geht doch recht gut. Find auch schön, dass dieser Käsereianhänger autark funktioniert, dass man da jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeug dran koppeln muss. So, fängt natürlich schon wieder an zu wackeln, ist ja logisch. Lose Objekte und Giants. Die beiden werden wahrscheinlich nie dicke Freunde werden. Ist ja wie mit den Ballen oder. Ja, was fällt mir noch so spontan ein? Na, eigentlich sind Ballen das Hauptproblem. Und Paletten, ja doch. So. Ich würde sagen, so können wir die hier einstweilen lagern. Machen wir die Bude zu. Gut, also das Ganze funktioniert, das läuft. Sorry. Wir haben ja jetzt noch was Neues, was wir ausprobieren könnten. Und zwar unseren Drescher. Das wäre noch auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne jetzt machen möchte. Dazu bräuchte man natürlich erstmal einen Anhänger. Ich sage, nehmen wir gleich mal den Case hier, der da immer noch so herrenlos auf dem Hof rumsteht. Und gerade ein Huhn platt gefahren hat. Da kommt der nämlich mal weg. Hängt da einen Anhänger dran. Tja, wie viel Mais wird es werden? Aber ich habe ja hier noch meinen Bettner Tandem zu stehen und den haben wir eigentlich bis jetzt, finde ich, noch viel zu wenig gezeigt und im Einsatz gehabt. Bin ich der Meinung, sollten wir das jetzt mal ändern. So. Dann nehmen wir gleich den kurzen Weg hier hinter. Und werden den eventuell auch hier oben stationieren. Ich denke, das ist ganz gut. So, und jetzt holen wir mal den Drescher herzu. Wollepaletten habe ich auch schon wieder welche ins Lager gestellt. Also die Schafe sind doch, boah, im Gegensatz zu meinen Hühnern, sehr, sehr fleißig. Da schon wieder drei Paletten rüber geschafft. Sind jetzt insgesamt schon wieder sechs. Also, das war auch auf jeden Fall eine gute Investition. Und jetzt probieren wir natürlich mal unser neues großes Maisgebiss aus. Wie gesagt, 9 Meter haben wir jetzt zur Verfügung. Hab schon geguckt, Aufträge sind zum Dreschen leider nicht. Oder beziehungsweise es ist nur einer, aber das ist Raps gewesen. Aber vielleicht kommt ja noch was im Laufe des Tages. So, ich denke, hier ist das Gestrüpp nicht so hoch. Hier können wir da mal angreifen. Ich
klappen mal aus, das Gerät. Ja, ist auf jeden Fall jetzt mal eine amtliche Arbeitsbreite. Wie gesagt, mein großes Feld, Pachtfeld, ist noch nicht erntereif. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber jetzt zum Testen hier ist mir das ganz angenehm. Sehe ich gerade wieder Unkraut dazwischen stehen. Ich bin der Meinung, ich war mit dem Striegel hier dran. Ja, und das war wahrscheinlich der Fehler an der ganzen Sache. Weil beim Striegel kommt ja das Unkraut unter Umständen wieder zurück. Also müssen wir dann doch immer zur chemischen Keule greifen, obwohl das ja nun nicht ganz so gut ist. Aber da hast du auf jeden Fall Ruhe. So, machen wir erstmal eine Runde Vorgewende. Aber es kommt auf jeden Fall ganz gut Mais zusammen. 2500 Liter schon im Korntank. Kann man also durchaus mal machen. Ich hatte ja vor langer Zeit schon hin und her orakelt, macht das Sinn auf den kleinen Acker hier Mais. Aber ich denke, das war eine gute Entscheidung. So, und jetzt würde ich vielleicht meinen, macht es Sinn, am Schafgehege auf und ab zu fahren, aber vielleicht hier unten mal noch einen Streifen wegzunehmen. Da habe ich es dann ein bisschen leichter mit dem Dreh. Ich muss auch sagen, meine größte Befürchtung war eigentlich, dass der Drescher damit nicht klarkommt, mit dem großen Schneidwerk, dass die Leistung nicht ausreicht. Aber der packt das wunderbar. 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit vom Maisgebiss und die schafft er ja ganz locker. So, 50% haben wir schon drin. Also, das wird auf jeden Fall ein voller Korntank. Und da sind wir bei 10.500. Bin ich mehr als zufrieden für dieses kleine Stückchen Land. Mein Hühneracker, wie ich immer so schön sage. Dann hier fertig sind, werde ich noch den Defender mal in die Werkstatt nehmen. Es sind einige Sachen zu machen. Das hatte mir mein Kumpel schon gesagt, bevor ich ihn gekauft habe. Ein paar Kleinigkeiten sind zu reparieren und vor allen Dingen muss ich ihn mal tanken.
Irgendwo bin ich froh, dass ich den Drescher nicht verkauft habe hier. Das hat mir schon irgendwo alles Bauchschmerzen gemacht, den großen, den ich da zum Pesten vom Händler hatte. Das wäre schon eine Menge Kohle gewesen. Und war eigentlich ja doch von Anfang an hier mit dem Deutz zufrieden. Und das wäre wahrscheinlich die falsche Entscheidung gewesen. So passt das. Und wir haben uns jede Menge Geld gespart, um da noch ein schönes Stück Land zu kaufen. Wenn wir denn dann unseren Mais vom Pachtacker gedroschen haben. So, jetzt werden wir mal abtanken, werden mal schauen, wie das so funktioniert. Na, kommen wir hier rum, das war doch nix. Ah, siehste, hab's doch gewusst. Also hier müssen wir es gar nicht so übertreiben mit dem knapp ranfahren. Das Abtankrohr ist wirklich lang genug, man sieht's. Alles richtig gemacht, bin ich der Meinung. Was sagt ihr? Würde mich mal interessieren. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Findet ihr auch, dass das richtig war, den Deutz zu behalten? Ja oder nein? Bin da schon ganz gespannt, was er da mir so drunter schreibt. So, dann machen wir die restlichen 2-3 Bahnen noch weg. 2,5 werden es vielleicht werden. Und dann müssen wir ja auf jeden Fall noch Mais, weiß ja jeder, der LS spielt, Kalk hier drauf machen und natürlich pflügen. Was mir auch noch positiv aufgefallen ist, das Maisgebiss, das größere, das wackelt nicht so am Drescher vorne rum. Das andere, das hat immer irgendwie, ja, sah aus wie 3 Schrauben locker. Im Übrigen, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht noch ein Abo für alle diejenigen, die es noch nicht gemacht haben oder vergessen haben. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Hier von der Valley der Old Farm bzw. von meinen anderen Projekten. So, können wir das Ding schon zuklappen. Meine Mini-Mais-Ernte ist sozusagen abgeschlossen. Jetzt müssen wir bloß noch auf ein paar Tage schönes Wetter hoffen, dass das große Feld fertig wird. Ja, also den Anhänger, den müsste ich wahrscheinlich doch auch häufiger einsetzen. Das ist so ein schönes Ding. Gar nicht, warum ich den bislang so vernachlässigt habe. Ich denke, werde ich auch gleich das Maisgebiss dran lassen. Entweder kommt noch ein Auftrag zwischendurch, beziehungsweise dann fürs eigene Feld.
Gut, ein bisschen Gewicht hat's, ne? Man sieht's. Also der Arsch vom Drescher, der hängt schon irgendwie ganz schön in der Höhe. Aber er hat Traktion, er lenkt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Ding hier reinpasse in der Länge. Das werden wir gleich testen. Das passt doch perfekt. So, die Vorderachse etwas entlasten. Tür geht zu. Alles perfekt. Sehr schön. Freue ich mich. So, und jetzt holen wir noch den Case rein, kippen das bisschen Mais ins Silo. Ja, und dann könnten wir eigentlich noch den kleinen Acker wieder fertig machen, könnten Kalk draufschmeißen, den kleinen Pflug anhängen und uns dann überlegen, was wir da wieder andrillen wollen. Ich muss nämlich sagen, der Anhänger, der hat auch eine wunderschöne Fahrphysik. Die Achsen, die verschränken sich schön. Es sind immer alle Räder auf dem Boden. Das sind so Dinge, wo ich immer ein bisschen drauf achte, was mir auch wichtig ist. Nicht, dass der wie so ein Brett hinterher rollt. Aber das macht er absolut nicht hier. So, aber ich muss ein Stück zurück. Genau. Weil der kippt ja nach oben. Gut, der war jetzt nicht voll, aber im Normalfall kippt er ja komplett hoch und da musst du dann mit der Höhe aufpassen. So, aber ich räume jetzt das Ding lieber weg, weil ich kann mich nie über die Mitarbeiter aufregen. Und selber lasse ich das Zeug dann rumstehen. Das habe ich mir schon überlegt. Hier oben habe ich ja noch diese riesengroße Freifläche. Vielleicht, wenn das mit dem Käse ganz gut anläuft, vielleicht da noch eine Kühlhalle hinzustellen. Beziehungsweise Selbstvermarktung wäre noch ein Thema. Kleinen Hofladen bauen. Aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Da habe ich mir jetzt noch nicht ernsthafte Gedanken drüber gemacht, aber ich habe es zumindest auf dem Schirm. So, den Case, den stelle ich jetzt hier oben beim Telelader mit hin. Und dann in die Maisernte gehen. Geht das alles rucki zucki. So. Tja, und jetzt kümmern wir uns noch um den Landy. Den werden wir jetzt in die Werkstatt bringen und dann werde ich mich mal drunter legen, mal alles abschmieren und. Und dann wird mich die nächste Fahrt auf jeden Fall zur Tankstelle führen. Müssen.
Als ich das letzte Mal wieder mitgefahren bin, habe ich mir natürlich schön wieder ein Eigentor geschossen. Macht der Gewohnheit, du denkst, du hast einen Linkslenker. Ja, bin natürlich schön mit der Beifahrerseite an die Wand gefahren und dann bin ich nicht mehr zur Tür rausgekommen. Okay, ich würde sagen, für heute haben wir genug geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr reingeschaut habt. Hoffe, ihr konntet euch ein bisschen unterhalten. Ihr hattet Freude an dem Video und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.